Hallihallo, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, bei einer neuen Runde Elder Scrolls 5 Skyrim. Und wir hier mit unserem geilen orkischen Schwert in der Hand. Was willst du, hä? Ah, ich kann was, wa? Na gut. Die Tür hat sich doch gerade bewegt. Naja, egal. So, was wollte ich machen? Ich wollte bestimmt meine Sachen in mein Haus bringen. Und dann wollte ich mit dem Geld, was wir wieder verdient haben, erstmal neue Einrichtung kaufen, weil es sieht hier nur noch ziemlich karg aus. Und ja. Trankmischerbeutel, da können wir mal alles nehmen. Mal noch mal ein bisschen hier gucken, was wir noch nicht probiert haben. So, Zutaten. Unbekannt. Das Essen war. Essen. Essen. Ups, Essen. Essen einmal. So. Das auch einmal. Das auch. Das auch. Holderbeeren. So, das hätten wir. Ja! Ja, hätten wir das auch schon mal wieder erledigt. So, und jetzt brauchen wir hier mal ein bisschen was zusammen. Anfälligkeit für Feuer, aber natürlich. Ausdauer wiederherstellen. Stufe 10. So. Frostresistenz. Zack, zack. Ui, was entdeckt? Frostresistenz. Und zack. Gesundheit senken. Ah, geiles Gift, ey. Sonst noch irgendwas? Nee, schade. Oh, scheiße. Ja, Nierenwurzen, ja. Ja, ja. Und null, ja, super. Chemie beenden, ja, super. Ist ja richtig klasse. War ja richtig super, dass wir die alle gesammelt hatten. Naja, ist ja, was soll man machen? So, hier einmal ablegen. So. Sind die da alle drin? Jo, so, gut. Da haben wir eine Kiste. Was hat man da reingetan? Die ganzen Tränke, genau. Können wir die da ja wieder reintun, die wir nicht brauchen. So. Der Heilung behalten wir mal. Wer weiß, was uns noch so erwarten wird. So. Dupidu-di-du. Hier hatten wir das so. Ja, da hängt unsere geile Axt. Hier haben wir eine Kiste. Was haben wir da reingetan? Hat man doch auch was reingetan. Ah ja, da hat man allen möglichen Scheiß einfach reingeschmissen. Ja, das ist auch gut. Amethyst. Die verkaufen wir. Die Granatsteine. Machen wir es mal so. Und das, was wir hiervon wieder verkaufen können. Die Seensteine lasse ich da erstmal drin. Das können wir zum Schmieden benutzen. Ah ja, genau, das wollte ich nämlich aufheben. Das war nämlich die Aufhebe- und Schmiedekiste, sowas. Zack. So, und wieder weg. Jetzt mal aus dem Säbelzahntigerpelz hier ein bisschen Leder machen. Lederstreifen würde ich sagen nicht. Wir halten das Leder einfach so. Ja, Lederschell, bla. Denn, wir haben ja genug Lederstreifen, jetzt haben wir auch ein bisschen Leder. Wenn wir das gebrauchen können, vielleicht zum Schmieden irgendwann. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wieder gelingen. Mit eurer Hilfe. Ja, wenn ich euch aber nicht helfe, dann nicht, ne? Also. Was darf dir denn so? Ich hab ganz so, Beletor. Was hast du denn zu verkaufen, Junge? 172 Gold habe ich gerade gesehen, haben wir nur. Das wird wohl nicht so viel. Das wird wohl nicht reichen. Will eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen.
Ja, sehe ich. Also, was ich sagen wollte, es wird ja wohl nicht reichen für Wenn ich eine Schwester hätte, das Einrichten meines Hauses da. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, so, zeig mal ja, was ich hier habe. So, ja, so, Amethyst. Ja, der hat ja genug Gold. So. Drachenknochen, Drachenschuppen. Granatsteine. So, Leder nicht. Leder kriegt er nicht. Eurem Wunsch entsprechend. Das auch nicht. Gebänderte Eisenrüstung brauchen wir ja nicht mehr, oder? Haben wir die Stahlrüstung jetzt von Lydia? Ja, Lydia. Eisenstiefel brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Oh, das hätte, die hätte ich eben. Oh, ich bin so ein duller Hund, ne? Das bald nur. Hier irgendwas. Nordpfeile. Die bringen ja eh nix. Nö, gerade eigentlich nicht so. Na ja, gut. Dann war's das auch schon. Danke dir, Beletor. Bitte kommt wieder. Sicher doch. Immer doch. Immer doch. So, jetzt müssen wir wieder zum Vogt gehen, da oben. Unhöflich sein, aber ich, habe im Moment ich will mich doch gar nicht mit dir unterhalten, du Vogel. Meine, was sind die Leute wieder unhöflich hier. Und ich kann wieder nicht sprinten. Ja, der läuft ja erstmal hier im Wasser rum. Los, stürz ab, stürz ab. Ja. Nee. Hab ich nicht gehört, den Namen. Ich brauche ein bisschen Ausdauer. Wäre ganz nett. Ach ja, wir können ja hier ein bisschen, ja. Wir können ja hier schon, ja, ne? Also. Ausdauer. Bam. So. Um mal wieder ein Talent zu verbessern. Wiederherstellung. Das wäre zu überlegen, denn wir haben den ja eh in der Hand und wenn er nur die Hälfte der Magiker, kann er doppelt so viel bringen. Also würde das richtig gut gehen. Würde uns doppelt so gut heilen in der Gesundheit, ja. Würde ich mal sagen, machen wir einfach. Denn wir sind da ja noch nicht so erfahren in der Wiederherstellung, aber wenn ich mal kurz hier, wenn er den für die Hälfte der Magiker nur verbraucht, wäre eh nur 100 Magiker, eh nicht so viel, dann können wir uns da doppelt so viel mitteilen. So, Proventus. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Oh ja, danke sehr. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Sicher doch, habe ich doch. Und natürlich findet ihr in der Tiefe des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Interessiert mich nicht, ich will einfach alle kaufen. Was möchtet ihr gerne kaufen? Alles. Jetzt haben wir noch 3 Stück, 4 Stück. Ah ne, 3 Stück, ja. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Schlafzimmer, wichtigste. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Danke, das ist so nett von dir. Was kaufen? Ja, Kücheneinrichtung. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Das ist super. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Wohnzimmereinrichtung. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Danke sehr. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Schon gut, ich brauche keine Deko mehr. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. So, da haben wir mal unser ganzes Zuhause. Danke sehr. Wo haben wir unser Zuhause schön eingerichtet. Mit allem, was geht. Jetzt können wir so richtig im Luxus wohnen und müssen nicht auf so einer alten Pritsche da schlafen. Ach, du siehst ja auch richtig gut aus. Hui!
Hui! Hui! Diese Graumähnen sollen Hui. Verdammt sein. Ja. Wenn sie die Hatte ich noch nie in meinem Leben. So siehst du auch aus, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will mein Haus sehen, na du? Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Hofft ihr, ein Händler zu werden? Ups. Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Ich könnte euch helfen. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Das hört sich gut an. Ein Mammutschuss, dann ist es doch gar nichts. Was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Oh ja, furchtbar, das ist warm. Oh mein Gott. Es gibt Handelskarawanen. Ihr habt von Handelskarawanen gesprochen? Ja. Diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Nein, hat keinen übertriebenen Kriegshammer auf dem Rücken. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Warum nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Ja, das stimmt allerdings. Naja, danke fürs Gespräch. Lebt wohl. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Jetzt wollen wir mal gucken. Und Überraschung. Und? Wow. Raus! Die im kalten Wetter besser raus! Haben? Raus! Raus. Ihr würdet überrascht sein, wie anstrengend es ist, Dinge in einem Stand zu verkaufen. Raus. Da wird nicht nur herumgestanden und geplaudert. Geht doch. So, das ist ja super, das ist hier schon für uns wie gemacht. Einmal plündern, bitte. Der Lachs, der sieht da so lecker aus, den lasse ich hängen. So, schön eingerichtet. Sieht super aus hier, ja. Das hatten wir ja schon. Hier hat sich nichts geändert. Wow. Und jetzt... Eisenschild. Boah, die lasse ich so hängen. Das sieht geil aus. Hat der lecker geschmeckt. Boah, der war so geil. Und jetzt hier gleich noch ein bisschen Nachtisch nehmen. Nochmal hinterher. Das erquickt doch wieder alle Lebensgeister. Da steht hier noch einer. Und Kartoffeln. Super. Der Bettlerprinz. Ja, gut. Ja, ist uninteressant. Also, es ist zwar erst 10 vor 9, aber gehen wir mal schlafen hier. In unserem neuen Bettchen. Was bestimmt richtig geil und weich ist. 10 vor 7 müssen wir wieder aufstehen. Naja, aber wenigstens haben wir eine geile Butze hier. Hier noch einen Waffenständer. Da noch einen Halter. Klingt gut. Ah, wir können das ja mal da hinten wieder reinbringen. In den Beutel. Da, so. So, was können wir da reintun?
Elfenohr und Knoblauch. So. Wieso liegt da eine Keule? Na, ist ja. Wildbret, Brot. Wieso verhungern werde ich hier nicht? Das ist super. Wenn wir jetzt noch eine Frau hätten, die für uns kochen würde, wäre fantastomatisch. Naja, so, jetzt haben wir auch wieder mal ein bisschen geplündert hier im Inventar. Ach ja, 188 haben wir immer noch, naja. Okay, muss man halt mit leben. Der Ostengraf. Oder. Okay, gehe zum verlassenen Haus. Ah, okay. Überrede Bruder. Ja, das ist ja. Der will mir aber nicht folgen, das ist ja richtig. Oder mit Geld, wenn ich Geld hätte. Vielleicht. Jetzt habe ich ja wieder kein Geld mehr. Ja, super. Ich gehe erstmal zum verlassenen Haus. So. Was hast du jetzt so eilig? Blut und Silber, Freund. Achso. Blut und Silber. Macht einfach, kehrt und verlasst die Stadt. Das wäre intelligent. Es wäre intelligent, dir mal ein Messer in die Brust zu rammen. Oder? Oder nicht? Oder doch? Auf jeden Fall jetzt erstmal hier im Molagbal. Bisschen zur Seite stehen. Hallo, Logrolf. Diese Person ist beschäftigt. Du bist beschäftigt. Oh, warte mal, hier hätten wir doch noch was vergessen. Ne? Fackelrollschutz, die hat viel Wert. Und den Seelenstein. Können wir ja mal in Ruhe durchsuchen hier. So, Eisenbahn, das hat auch einen guten Wert. Okay, nehmen wir doch alles mit. Ja, das brauchen wir nicht. Eisenpfeile. Ist ja interessant. Hier ist auch nichts Interessantes. Ja, super. Aber hier. So. Das Geräusch. Säbelzahntiger Pilz. Was? Kartoffeln. Kannst du da verzichten. So, jetzt hier rein. War hier noch eine Kiste? Ja, die ist aber richtig gut versteckt. Dietrich. Gold. Oh, da haben wir auch ein orkisches Schwert. Geil. Witzrüstung winziger Seelenstein. Aber das nehmen wir mal mit. Das können wir eh verkaufen. Die sind so billig, die... mal alles durchwühlen. Ein Gold, boah, das hat sich gelohnt. Ja, da ist nichts drin. So, Eisenhelm, Trank der kleinen Heilung, Trank der kleinen Heilung. Becher, Säbelzahntiger Pilz, Totenkopf, Eisenschwert, Durchsuchenschrank. Ja, hat sich auch super gelohnt. Roter Apfel. Das nehmen wir. Den nehmen wir. Fasan, ganz da. Fass. Kartoffeln, ja sicher. Wie viel wollt ihr denn hier noch lagern? Von diesen scheiß Kartoffeln. Super. Hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Fass? Nee. Honigbräu, Metfass. Schade, aber das ist leider leer. Oh, Metfass durchsuchen. Met. Aber wir lassen ihn mal. Oh, wo muss ich ihn jetzt hin? Ach, hier. Nee. Hä? Da bin ich reingekommen. Ah, hier. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Denkt ihr, ihr könntet Boetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Oh ja. Was? Ihr? Sterbliche, ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit.
Zum Malm Blugolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Ich beuge mich nicht. Niemals! Schnauze! Ich werde mich nie ergeben! Schnauze! Durch richtig zu, Monster! Schnauze! Schlag durch richtig zu, Monster! Schlag durch richtig zu, Monster! Ich werde mich nie ergeben! Oh! Ihr sterbt mich von eurer zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Okay. Das soll ein Hieb sein. Dafür werdet ihr eigentlich verbessert. Dafür werdet ihr zahlen. Ich gebe mich nicht. Aufhören. Aufhören. Ich ergebe mich, Polakbal. Ich ergebe mich. Ihr wollt euch mir beugen? Ja. Ja. Ihr wollt mir eure Seele überlassen? Ja. Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Boetia abschwören? Lol. Ja. Jetzt gehört ihr mir. Ja. Der Streitkolben von Molagbar. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterblicher. Geil. Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Hab Dank, Fürst Molagbal. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Bam, bam, bam. Da hätten wir den ersten D drauf, unserer Seite. Na, super. Nehmen wir mal mit, aber... Schnauze. So. Also einen richtig geilen Streitkolben jetzt von Molagbal. Das ist richtig nice. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so endet, aber... Boah, ich nehme alles, was man zum Töten benutzen kann. So, hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Was haben wir jetzt noch offen? Eine Quest hier Ostengraf und einmal den... Ja, komm. Versuchen wir mal, ihn zu überreden. Wollen wir uns mal wieder ein bisschen hier zack, zack, zack durch die Trümmer vorbei an unserem Freund hier. In der nächsten Saison. In der nächsten Saison. Bleib bloß weg damit. Nimm ihn weg. Hm? Was? Hm? 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 Willst du den probieren? Hm? Hm? Willst du mal einen Schlag in der Fresse damit? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Kann gar nicht sein. Lüge! So, Halle der Toten. Da müsste er ja drin sein, ne? War er ja letztes Mal auch. So, hier haben wir ihn doch. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Ja, aber dir bald nicht mehr. Selbst die Toten brauchen Gesellschaft. Die bietet Arkai.
Auf meinen Reisen kann ich einen Priester gut gebrauchen. Ihr wollt um Arkais Schutz ersuchen, um irgendein Modri... Ich habe Pflichten hier in Markart. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Wir könnten uns den Schatz teilen. Wisst ihr, wir von der Priesterschaft von Arkai sagen gern im Scherz, eine leere Tasche ist besser als ein volles Grab. Ihr kommt mit mir sofort. Ich glaube, ihr müsst euch beruhigen, bevor ich die Wachen hole. Ich bezahle euch gerne. Tut mir leid, dem bin ich einfach nicht gewachsen. Ich bleibe lieber hier, trinke ein Glas Wein und erfülle meine Pflichten Arkai gegenüber. In Ruhe und Frieden. Aber was, ich will doch einfach... Oh. Arkai wache über euch. Kann ich ihn nicht irgendwie... Moment, schnell speichern. Jetzt kann ich ihn nicht irgendwie hier so... Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh oh. Ihr seid so gut wie tot. Oh oh. Ich würde mal sagen, ja, Skyway-Era, ja, sicher. So, das war eine scheiß Idee, habe ich gerade selber gemerkt. Was kann man denn machen? Haben wir nicht irgendwas, was, womit wir den irgendwie bestechen können oder so? Haben wir irgendwas von der gekriegt? Den Dolch? Das haben wir auch schon um. Komisch. Wir alle treten am Ende in Arkais Licht. Aber es besteht kein Grund zur Eile. Ja, aber ich will doch nur... Markart ist eine wohlhabende Stadt. Aber das Gold... Wie viel Gold haben wir denn? Wir haben eh nur 109 Gold und wir sollten ihm irgendwie was 170 Gold geben, ja. Ist doch irgendwie klar, dass da nichts mehr rauskommt. Ja, super. Ja, 100 Gold da und dann kann man nichts machen. Verdammt. Wenn Markart müsste auch irgend so ein